Ich hoffe, ich hole euch nicht zu früh dazu. Los und runter. Nein, 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 nein. Runter, runter, runter. Genau die Geburtshöhle des Kronos. Das habe ich gesucht. So, jetzt können wir wieder hoch. Ja. Und diesmal ziehe ich mich wieder um auf nett. Ja, und mach diesen hier. Schwuppdiwupp. Erstmal den hier. Also erstmal durch. Da will ich hin, genau. Aber hier ist doch eigentlich nur... Dürfte doch nur das Dingen sein. Keine Ge... Oh. Da sind Hunde. Ja. Da sind die Köter. Ja. Meine Güte, ne. Halt. Das machen wir auf nett. Nicht weg sein. Genau. Und hier kommen auch noch mehr. Das weiß ich. Nehme ich mal an, da ich das noch weiß. Ja. Ich glaube, ich höre schon wieder Schlangen, ey. Ja, ich bin schlangengeschädigt hier. Auf jeden Fall. Ja, ja. Ein Schatz ist hier nicht. Nee. Da sind die Köter. Auch wieder. Ja. Aus. Ey, das gibt's doch nicht. Nein, 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 bleib unten. Bleib unten, Bauzi. Nicht machen. Nicht machen. Wow. Und dann mit dem Attentat. Das ist gar nicht gesund. Ja, der ist, wie gesagt, der ist voll auf Attentat gesetzt. Deswegen bin ich da auch so vorsichtig. Was jeder auch weiß. Jawohl, da sind wir doch. Ach, Gott sei Dank. Interagieren wir. Nächste Fähigkeit. Flumm. Jawohl. Na? Fähigkeitenmenü, Geburtshöhle des Kronos. Das ist, weiß ich jetzt gar nicht. Eins, ich glaube das, nee. Ich glaube das hier ist das. Hundertprozentig weiß ich das jetzt nicht. Wenn ich ehrlich bin, nö. Weiß ich nicht. Ich mache mich aber schlau und in den nächsten, naja, sage ich euch Bescheid. Gut. Ja, der verlorene Tempel des Nyx. Yeah! Was ist los, Irpino? Du siehst fantastisch aus. Hm? Ich weiß, wie wir den Höker fangen können. Hör gut zu. Wie denn? Erzähl mir von, du solltest hier nicht die Pläne schmieden. Na komm. Schieß los. Ich bin bereit. Mhm. Wunderbar. Also, ich lenke die Gefangenen ab und du gehst direkt zum Höker. Er darf uns nicht entkommen. Mhm. Wenn du ihn besiegt hast... Bringe ihn zum tiefsten Abgrund des Tartaros. Um dorthin zu gelangen, musst du durch die Gedärme der Gaia. Die Gedärme der... Egal. Ja. Gehen wir. Genau. Ja, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Dass das jetzt... Nee, Quatsch. Die will ich. Ja. Oh, Junge. Du hast gerade einen Fehler gemacht. Das war dein... Ja, da guckst du blöd, ne? Danke für die
Unterstützung, aber wie ich bereits sagte, ja, gut, dann werde ich gehen. Dann lasse ich dich in Ruhe. Moment, vielleicht kriege ich ja noch... Nee, doch nicht. Euch will ich nicht. Ja, hallo Höker. Ja, ganz genau. Aua, ja, mein Freund. Wieso nicht? Wieso kann ich den Kult nicht... Nein, nein. Du bist doch gleich platt. Komm, ich muss den Leuten hier eine kleine Show bieten, mein Freund. Ja, das war der Höker. Elpenor hat auf deinen Kopf gewartet. Nein, 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 nein. Weg damit. Tod muss ich noch bestätigen. Womba da Bomba. Yes. Ach ja, jetzt muss ich den ja aufheben, stimmt ja. Und mit dem durch die Bude rennen. Oh ja. Lecker, sag ich dir. Ne. Als wenn das nix wäre. Pass auf. Ja, ich bin ein Powerfrau, ein Powertyp. Aber sowas von. Guck dir das an, als wenn da nix wäre. Und der Kerl ist 130 Kilo schwer und 2 Meter groß. Halleluja. Ja. Mal eben so. Mal auf nett. Ja, 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 ja. Ja, da muss ich ja eh nochmal rein. In die Höhle. Ja, auf jeden Fall. So. Ja, den müssen wir jetzt in den Nyx, ja, in den Fluss der Seelen, ja, wo wir mit auch schon mit Tod, genau, mit Tod, in Darksiders 2, richtig, der ist ja auch da reingesprungen, ja, ich glaube, damit mache ich auch nochmal einen Durchgang, aber einen perfekten Durchgang, ja. Ich sage ja, ich habe mir selbst meine Dinge angeguckt und ich bin ja ehrlich da drin. Ja, außerdem bin ich ein Anfänger, aber naja. Oh, 7753. Da unten muss er hin? Na gut, stoße den Höker den Abgrund in den Abgrund des Tartaros. Gut, auf Wiedersehen. Juhu! Ja, Gott sei Dank hat das gereicht. Ja. Jetzt hätte ich da runtergemusst. Ich war ein wenig besorgt, dass du dich nicht an den Plan halten würdest. Du erschienst mir nicht sehr vertrauensvoll. Das wäre etwas zu viel verlangt. Du und der Kult, ihr habt mein Leben zerstört. Ich verstehe. Aber bitte gesteh mir zu, dass ich mich verändert habe. Ich versuche, die Fehler aus meinem Leben im Tod wieder gut zu machen. Und ich brauche deine Vergebung. Ich bin echt am Überlegen. Beim ersten Mal habe ich ihn ja gelassen. Ich sehe, dass du dich geändert hast. Ja, hat er ja wirklich. Aber, naja, komm. Ja. Ich verändert. Ein bisschen. Holde Adlerfrau. Du hast ja keine Ahnung, was deine Vergebung mir bedeutet. Wer hat denn was von Vergebung gesagt? Genau. Jetzt kann ich endlich loslassen und nach vorne sehen. Hades! Wir haben den Höker zurück in den Tartaros befördert, wie du es gewünscht hast. Ich habe nichts dergleichen gewünscht. Aber du hast den Höker als Dorn im Auge bezeichnet. Und du nahmst an, ich wollte, dass er zurückkehrt. Du hast noch so viel zu lernen, Alpino. Wir besprechen das später in meinem Palast. Dennoch bin ich auf dem Weg zu ewigem Frieden. Dank dir. Ich glaube, du hast etwas vergessen. Warum verhilfst du deinem Erzfeind zu ewigem Frieden? Ich dachte, du hättest mit Elpenor zusammengearbeitet. Elpenor?
war nur Mittel zum Zweck, um deine viel interessantere Reise voranzubringen. Heißt das, dass du mir jetzt mehr über den Stab beibringen wirst? Hab Geduld, Hüterin. Es liegen noch einige Wendungen vor dir. Und ich bin gespannt, wie du sie angehen wirst. Wirst du sehen, wenn wir sind hier nicht im Tern, du stellst mich auf. Ist LP nur und jetzt du. Ich habe es satt, dass mein Leben für andere nur Unterhaltung ist. Das ist so viel mehr als das. Wovon redest du da? Das merkst du noch früh genug. Jetzt habe ich wieder im Gegensatz genommen. Hades zu ärgern. Ja, habe ich ihm jetzt Frieden geschenkt. Das hat er, fand er nicht so prickelnd. Nee. Gut. Moment, 131 Meter? Ja, ich weiß nicht, ob ich da erst... schauen wir mal. Das Tor der Starken. Jawohl. Und wir sind hier einer geilen, geilen Ecke. Ich zeige euch das gleich. Also hier werden wir ein bisschen zu tun haben. Ja. Und das ist brillant, die Ecke hier. Wow. Die Eingeweide der Gaia. Das war gerade da, wo wir waren. Moment, wo war das denn nochmal? Da, die Eingeweide der Gaia ist dort. Dann haben wir hier oben ein Riesenteil. Ja, es ist echt, das sieht von hier aus nicht so riesig aus. Ist aber, weil das geht da hinten noch hoch, so viel ich noch weiß. Das ist nicht schlecht. Und ja, wir haben hier einiges zu tun. Da habt ihr den Tartaros. Da seht ihr schon 5 Schätze. Und plündern, Hypno zerstören. Und dann haben wir hier noch Herakles. Das wird auch keine leichte Aufgabe. Dann ist dort die Gedärme von Gaia. Yeah. Dann haben wir hier noch was. Also hier haben wir genug zu tun. Und kurzes Statement dazu und weiter geht's. Achso, nein. Die Flugstunde. Yeah. Geile Sache. So, jetzt nehme ich euch mit. Bis da vorne hin natürlich. Ist logisch. Weil ich muss nämlich jetzt wieder da kraxeln. Da. Weil ich erst die Gedärme der Gaia machen will. Und dann sehen wir weiter. Yep. So, jetzt beam ich mich sofort zu der Höhle und bis gleich. Nun gut, gehen wir in die Gedärme der Gaia. Ja, schauen wir mal, wie ich mich da oder was ich mich da überhaupt stellen muss und schlage. Ich weiß es nicht mehr, aber jetzt... Ach, jetzt sehe ich da gerade was. Ja. Ja, hallo, können wir mal hier ein bisschen heller? Danke. Ist doch nett, oder nicht? Finde ich doch nett. Ist da was? Nee. Ja, Icarus nicht verfügbar. Logisch. So, dann gehen wir jetzt mal ganz gemütlich und leger hier durch die Gegend. Aber nur ganz locker. Ja, niemand ganz. Darf mich sehen. Nein, niemand darf dich sehen. Ja, verbrennen will ich mich ja nicht gerade. Oh. Bleib hier. So richtig schön am Kotzen. Jawohl. Warte mal, ich helfe dir dabei. Dann geht das schneller. Stich für Stich ins Glück hinein. Ach, ist doch fantastisch. So, einen von 4 haben wir. Ja, da oben geht's jetzt weiter. Nein, oder hier. Naja, jetzt weiß ich natürlich nicht. Gehe ich jetzt da oben weiter? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was richtig ist. Ich weiß nicht, was richtig ist.
das hier richtig ist, oder? Ja, hier scheine ich wieder rauszugehen. Ja. Nee. Dann, oh, hier. Moment. Ja, nee, da komme ich ja nach oben. Ja, da komme ich nach oben. Nee, das, so war das nicht gedacht. Nach oben will ich ja nicht. Zu den anderen. Aber hier war das auch, wo ich den einen Schatz nicht gefunden habe. Drei habe ich gefunden. Aber den vierten weiß ich gar nicht mehr. Den habe ich irgendwann mal, wo ich hier wieder durchgegangen bin, gefunden. Und das war echt knifflig. Absolut knifflig, ja. Na, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, hier muss ich aufpassen. Es können überall Schlitze sein und... guck mal. Schau mal einer, guck. So, wie viel sind hier? Machen wir mal eben hier den Guckermann. Drei scheinen hier zu sein. Weißt du was? Geht das? Jo, alles klar. Und tschüss. Richtig nicht auf, Kumpel. Das ist viel zu viel Aufregung für dich. So, halt die Klappe, ey. Wie Ares. Ja, 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 ja. Wie die alten Indianer früher. Oh. Upp. Nee, hier ist kein Schatz. Der muss ja irgendwo hier sein. Auch nicht. Irgendwo muss hier einer sein. Auf jeden Fall. Dahinter war nichts, das weiß ich noch. Ah. Vor der Nase hier. So, der zweite. Ja, das ist nicht ohne. Kann auch sein, dass einer von denen das ist. Ich weiß es aber nicht. Ich kann es wirklich nicht mehr sagen. Absolut nicht mehr. Könnte jetzt ein bisschen dauern hier. Aber das ist ja auch nicht das Tragische dabei. Nee. Auch nicht. Na dann, gehen wir einfach mal weiter. Hier waren doch irgendwo auch noch Schlalle. Ja, ich sag, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Tolle Wurst, ehrlich. Was weiß ich denn? Ja, gar nichts. Gar nichts. Überhaupt nichts. Ganz und gar nichts. Nein. Gut. Da oben ist ein Schatz. Nein, 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 nein. So, das ist Nummer 3. Sekunde, ich guck mal eben. Das ist Nummer 3. Sind das 4? Ja. Kann weg. Ja. Ja, irgendwann merken die das, aber beim Pinkeln. Eieieiei. Das war zu spät. Oh ja. Warte. Alter, was mache ich denn da für einen Schaden? Ja, gut. Wenn du meinst, dass ich müde werde. Gut, dann machen wir das so. Und das ist nur die kleine Rüstung. Das ist echt nur die kleine Rüstung. Boah. Heimat deine Sterne. Na jetzt, grüß Gott. Aber absolut. So, das war irgendwie tricky, den Schatz zu finden. Den
den vierten. Sag er, der kann auch da oben gewesen sein. Hundertprozentig weiß ich das nicht. Wenn nicht, dann fange ich an, den zu suchen und erspare ich aber diese stundenlange... Nee, hier ist es auch nicht. Komme ich hier irgendwo weiter? Was hier? Nee. Ich sehe schon, das lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden, dass ich... Nein, halt. Also der Schaden, den ich damit mache, den kann ich... Kein Vergleich mehr gegenüber den... Nein, 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 nein. Den Anfängen. Moment, von hier bin ich doch gekommen, ne? Ja. Aber hier geht es nicht weiter. Nee. Na gut. Wir machen das so, wenn ich ihn gefunden habe. Ich hole euch garantiert wieder dazu.